Du erzeugst einen PIN-Code mit 4 Ziffern. Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es in folgenden Fällen? Erstens, ohne Einschränkung. Zweitens, keine Ziffer wiederholt sich. Drittens, keine Ziffer wiederholt sich und die zweite Ziffer ist eine 0. Viertens, keine Ziffer wiederholt sich und die Ziffern müssen in abfallender Reihenfolge stehen. Fünftens, keine Ziffer wiederholt sich und die Ziffern 6 und 9 müssen vorkommen. Da es 10 Ziffern gibt und wir sie in 4er Päckchen nehmen, wird die Anzahl Möglichkeiten im ersten Fall einfach berechnet durch 10 hoch 4. Das heißt, die Antwort ist 10.000. Im zweiten Fall wird die Anzahl Möglichkeiten berechnet durch Anzahl Variationen der 10 Ziffern 4 zu 4 genommen, denn hier wiederholt sich keine Ziffer. Diese Anzahl Möglichkeiten wird berechnet durch die Fakultät von 10 geteilt durch die Fakultät von 10 minus 4, also Fakultät von 6. Die Fakultät von 10 schreiben wir so, denn jetzt können wir sofort durch Fakultät von 6 teilen, ohne diese Fakultät zu berechnen. Das Produkt, das jetzt noch übrig bleibt, ergibt 5040. Im dritten Fall, keine Ziffer wiederholt sich und die zweite Ziffer ist eine 0. Wir sind also in solch einem Fall und für die drei leeren Kästchen gibt es so viele Möglichkeiten, Anzahl einfacher Variationen der 9 Ziffern, die übrig bleiben, von 1 bis 9, denn die 0 steht ja schon da, und diese 9 Ziffern werden in Dreiergrüppchen genommen. Diese Anzahl Variationen berechnet sich durch Fakultät von 9 geteilt durch die Fakultät von 9 minus 3, also durch die Fakultät von 6. Die Fakultät von 9 schreiben wir in dieser Form, so können wir sofort durch die Fakultät von 6 kürzen und es bleibt nur noch dieses Produkt zu berechnen, das 504 ergibt. Im Fall 4, keine Ziffer wiederholt sich, aber sie müssen in abfallender Reihenfolge stehen. Das ist ähnlich wie beim Lotto, wo man die gezogenen Lottozahlen ja am Ende ordnet. Hier machen wir genau dasselbe. Wir rechnen die Anzahl Kombinationen der 10 Ziffern 4 zu 4 genommen und geordnet wird hinterher. Diese Anzahl Kombinationen berechnet man durch die Fakultät von 10 geteilt durch die Fakultät von 4 geteilt durch die Fakultät von 10 minus 4, also durch die Fakultät von 6. Die Fakultät von 10 schreiben wir so, die Fakultät von 4 schreiben wir aus. Und jetzt können wir hier durch die Fakultät von 6 kürzen. Hinterher kann man die 9 noch durch 3 teilen. 8 ist dasselbe wie 4 mal 2. Und das Produkt, das dann noch übrig bleibt, ergibt 210. Kommen wir zum letzten Fall 5. Keine Ziffer wiederholt sich, aber die Ziffern 6 und 9 müssen vorkommen. Das heißt, Anzahl Möglichkeiten wird hier berechnet durch die Anzahl Kombinationen der 8 übrigen Ziffern, 2 zu 2 genommen, aber so ist die Reihenfolge nicht berücksichtigt, also muss diese Anzahl Möglichkeiten noch multipliziert werden mit der Fakultät von 4. Diese Rechnung führt dann zu Fakultät von 8 geteilt durch Fakultät von 2 geteilt durch die Fakultät von 8 minus 2, also die Fakultät von 6. Mal die Fakultät von 4. Die Fakultät von 8 schreiben wir 8 mal 7 mal Fakultät von 6 und die Fakultät von 4 schreiben wir 4 mal 3 mal Fakultät von 2. So können wir sofort durch Fakultät von 6 kürzen, so wie auch durch Fakultät von 2 kürzen. Das Produkt, das jetzt noch übrig bleibt, ergibt 672. Und somit ist dieser Auftrag erledigt.